ganz wichtig beim Design, beim Inszenieren einer Marke. Zunächst muss ich erstmal verstehen, was das für eine Marke ist, die ich designen muss. Wo kommt sie her? Wofür steht sie? Ist es eine Luxusmarke? Was sind die Kunden? Was ist die Tradition? Was ist der Stil des Hauses? Ganz wichtig. Nummer zwei, wenn ich das verstehe, kann ich wissen, was ich als Designer dieser Marke mitgeben kann. Was kann mein Stil, meine Persönlichkeit in die Marke einbringen, um sie zu ändern? Und Nummer drei ist dann natürlich die Execution, die Ausführung dieser beiden Themen, dass ich darüber einen Weg finde und weiß, wie ich diese Marke in eine neue Zukunft bringen kann. Kann ich sie disruptiv brechen und was ganz anderes machen? Kann ich schon, was wahrscheinlich ist, einen Teil zumindest dieser Marke erhalten, weil gerade bei starken Marken ist das ganz wichtig. Und die Kunst liegt eben aus der Balance von beiden, aus der Balance zwischen Marke und Design, zwischen Marke und Designer.